dreifaches Attentat. Schmeckt. Dreifaches Attentat. Schmeckt einfach zu sehr. Kage. Und auf geht's. In die richtige Richtung. Ui, wieso habe ich das Gefühl, dass das nicht da bläst? Na gut. Da haben wir eh was. Ah, okay, ich habe mir doch gehabt, da habe ich jetzt irgendwas Funkeln gesehen gehabt, habe ich mir doch gehabt, nehmen wir mal gleich mit, aber. Hm. Oder? Sei bloß nicht, sei nicht deppert. Aber nicht so wie beim letzten Mal, na bist du deppert, Alter. Der deppert, der Volltrottel, Alter. Dann nimmst du vielleicht einmal, aber ja, das Pferd, er eskaliert komplett und denkt, einfach er geht statt im Reitmodus. Volltrottel, Alter, richtiger Volltrottel. Aber lustig irgendwie anzusehen. Das Pferd wollte nicht einmal mehr darauf reagieren, weil das Pferd quasi in einem. Ich würde sagen, Normalmodus ist, wenn nicht jemand auf das Pferd da drauf reiten würde. Und wir waren in dem Modus drinnen, ja, wir können ganz normal gehen. Aber wir sind trotzdem auf dem Pferd oben gewesen. Also irgendwas hat überhaupt nicht Spaß gehabt bei beiden Fronten. Hat einfach mal gemacht gehabt, was wir wollen. Und denke mir so, Alter, ich stehe her, denke mir so, oh nice, einmal links, einmal rechts. Also in Wirklichkeit störe ich mich gar nicht. Sondern das Pferd hat da, glaube ich, gefühlt 20 Minuten lang genau in die richtige Richtung. Klingt, Alter, so wie ich klingt habe. Sag mir jetzt bitte nicht, dass der Bär schon hier. Okay. Na! Ich hab nur gedacht gehabt beim letzten Mal, oder wo er da gleich mal drei Kunes gefressen hat. Dass es vielleicht auch ein bisschen komplizierter werden könnte. Ja, ist nicht so ganz. Was denn? Da rennt es vielleicht einmal bei dem einen oder anderen durch, oder? Und wirst gleich angegriffen. Gefährliche Nummer. Wie viele Blüten haben wir denn überhaupt? Okay, wow, 26, da kann man schon mal wieder was kaufen. Da kann man definitiv schon mal wieder was kaufen. In so ein geiler Skin oder sonst was. Also wenn wir mal auf so einen Händler treffen. Ui, ui, ja, 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 das gefällt mir schon sehr gut. Gefällt mir echt schon gut. Mein Herr, die Geister rachlustiger Samurai suchen diesen Wald heim. Warum erzählt ihr solchen Unsinn? Es ist wahr. Dies war einst ein Ort der Zuflucht. Jetzt verschwindet jeder, der den Wald betritt, spurlos. Wir sind im Krieg. Leute verschwinden. Doch selbst die Mongolen fürchten diesen Ort. Wartet bis zum Einbruch der Nacht, mein Herr. Dann schleicht der Tod im Wald umher. Na, ich bin gespannt. Wäre aber auch richtig geil, wenn du es so hörst, so 3D-mäßig, so. Einmal links, einmal rechts, ja, flüstern und alles drum und dann. Oh, wäre schon stark. Nicht mehr von mörderischen Geistern schwafeln. Ich bete, dass ihr recht habt, mein Herr. Oder muss ich da entlang? Ja, ich geh mal. Ich geh mal da von mir rein. Da haben wir eh so 100.000 Lampen und alles drum und dran. Nur verirrte Ochsen. Puh, oh Gott, ich gebrauch mal, oh. Oi. Oi. Was denn, ich hab mir da gehabt, so Maschallah, gleich mal ein Fell, muss ich gleich mal ausnutzen. Oi. Fick dich. Ich hab mich wirklich schon so dermaßen gefreut gehabt. Ein Lagerfeuer. Jemand muss dort sein. Oh shit. Wo ist denn der Schädel hier? Und bei ihm auch, oder was? Das ist nicht ja, voll. Der Mörder kann nicht weit sein. Beide Schädeln? Das gibt's ja nicht. Da ist jemand langgelaufen. Es kann dann wohl kein Gast gewesen sein. Ja, ja, geh mir hier richtig passt. Das wäre aber auch geil, wenn es der Hampelmann von Anfang wäre. Das soll die Leute abschrecken. Aha. So geil. Wenn wir so weitermachen, haben
wir den Wald so lange wir wollen für uns. Stimmt. Bitte voll nicht oben. Bitte voll mir bloß nicht oben, Alter. Ich weiß nicht so ganz, ob's wirklich der letzte ist. Ketten atmet hat. Let's go. Amore. Was? Genau in die falsche Richtung. Hat er geschaut gehabt, der Hapschi. Wieso hat er genau in die falsche Richtung geschaut? Oder was? Also, du warst also wahr, ein Samurai-Geist. Buddha, beschütze mich. Hat jetzt irgendwie so richtig falsch gewirkt von ihm. Der Wald ist sicher. Ich erzähle dem Mann am Wegesrand eine neue Geschichte. Jetzt hat er sich auch gehabt, so, ja, mashallah, er hat mich verschont, etc. Nee, Digi, nee. Aber ich fand das halt so geil, wie so dichter Wald und alles drum und dann. So wirklich ein bisschen spooky. Aber ich fand das wirklich nicht so schlecht. Wie sich dann gleich mal der Nebel verzieht, alles drum und dann. War schon geil. Irgendwie, das hätten sie ein bisschen länger machen können. Ein bisschen gruselig auch. Aber fand ich schon geil, dass da gleich mal so zwei Leichen am Start und die sogar geköpft worden sind, dass man da vielleicht sogar ein bisschen herausfindet, wieso die nur geköpft worden sind, etc. Hey, Svias. Mein Herr, ihr habt die Nacht überlebt. Oh, yes. Und ihr eine neue Geschichte zu erzählen. Mörderische Banditen nisteten sich einst im heiligen Wald ein. Doch die Samurai-Geister, die den Wald beschützten, wurden wütend. Der letzte Krieger des Sakai-Clans hörte ihr gepeinigtes Heulen. Er befreite den Wald von den Mördern. Und die Geister der gefallenen Samurai waren dankbar. Eine gute Geschichte. Als hätten die Samurai-Geister euch gerufen, um ihren Wald zu retten. Die guten alten Samurai-Geister. Na, war schon gut, aber gerade von sowas hätte ich gern ein bisschen mehr. Von sowas hätte ich immer gern wieder ein bisschen mehr. Gerade wenn es ein bisschen so ins Düstere geht oder dreckige Richtung Vergewaltigung etc. Da bin ich immer auf. Gott fürs...